Tag zusammen, als ich noch im professionellen Karneval über die Bühnen des Rheinlands fegte, sagte ich einmal zu meinem Kollegen Guido Kanz: Höre mal, das ist so gemein, wenn du von der Bühne kommst, stehen da junge Frauen und kreischen: Guido, ich will ein Kind von dir. Wenn ich von der Bühne komme, steht da eventuell eine ältere Dame am Rollator und sagt: Herr Pauls, können Sie mal bei uns auf dem Müttercafé auftreten? Tja, so ungerecht ist die Welt. Müttercafé, also jener traditionelle Sitzungskarneval der katholischen Frauen Deutschlands. Müttercafé, das klingt altmodisch, verschnarcht, das klingt im wahrsten Sinne des Wortes von gestern. Ja, von wehen. Da kennt ihr aber die Müttercafé-Sitzungen schlecht. Ich hatte die Freude, Anfang der Woche wieder einmal Gast zu sein beim legendären Müttercafé in Engelskirchen. Und ich kann euch sagen, solch eine hinreißende Show kann man in Köln im Karneval mit der Lupe suchen. Das Thema war dieses Mal Alpengaudi. Auf der Bühne perfekt inszeniert, ein Alpenpanorama, eine Originalalmhütte. Und das Faktotum der Spielerfrauen: die über 80-jährige Gisela war verkleidet als der Peter, klar, von Heidi. Und sie verkündet in den Saal: Der Berg ruft. Sie sagt es natürlich mit rheinisch-bergischem Zungenschlag: Der Berg ruft. Und durch die Flügeltüren kommt herein in den Saal ein richtiger Berg. Natürlich ein Kostümberg mit einem Menschen drunter. Dieser Berg trippelt auf die Bühne und unter dem Gejohle der Menge wird das Bergkostüm hochgenommen und darunter ist der Bersch, also der Christoph Bersch, mein Pastor. Jetzt muss man wissen, er ist 2 Meter groß und er ist verkleidet passend zum Peter als Heidi in einem Dirndl mit goldenen Zöpfen. Ich han mich fortgeschmissen, ja. Und die 2 Meter große Heidi tanzt mit dem kleinen, knubbeligen, über 80-jährigen Peter eine Kessesohle auf dem Parkett. Und der Saal singt dabei wie aus einem Munde: Heidi, Heidi, deine Welt sind die Berge. Ich habe aber genau gehört, dass mein Pastor, dieser Filou, mit seinen 2 Metern sang nicht Deine Welt sind die Berge, sondern Meine Welt sind die Zwerge. Und ich habe wieder mal bestätigt bekommen, aus diesem katholischen Milieu sind die Sitzungen, die Karnevalssitzungen überhaupt erst entstanden. Entweder bei der Jugend, bei der Kajuja oder die traditionellen Pfarrsitzungen, wo alle meine Kollegen im Karneval angefangen haben. Gut, Bernd Stelter nicht, der ist evangelisch, da kann ich ja nichts für. Ja? Aber alle anderen Kollegen haben angefangen, entweder bei der Kajuja, in der Pfarrsitzung oder beim Müttercafé. Ach, wunderbar. So muss es sein. Und im Jachten des Lebens ist Humor der beste Dung. Fast lovens zusammen seht, der bergische Jung. Heidi, Heidi.